Bevor das Video losgeht, 99% der Zuschauer haben mich nicht abonniert. Das kann ja nicht wahr sein. Wenigstens 98% muss da stehen. Also, abonniert doch gerne den Kanal, wenn ihr meine Videos anguckt. Das würde mir extrem helfen. Und dann viel Spaß mit dem Video. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Kick On. Heute schauen wir uns das Spiel an, Nürnberg gegen den großen HSV. Und eben meine Bewertung dazu, wie ich das Spiel empfunden habe. Zuallererst, ich bin eigentlich dafür bekannt, den HSV oftmals zu kritisieren. Ich bin selber langjähriger HSV-Fan, ganz großer natürlich. Aber natürlich sehe ich auch Sachen, die nicht so gut laufen und deswegen kritisiere ich die auch. Aber ich muss erstmal meinen HSV loben, denn sie haben gegen einen starken FC Nürnberg 2-0, also auswärts, gewonnen. Das Spiel war zu Beginn eigentlich sehr ausgeglichen, sogar ein bisschen mehr auf Nürnbergs Seite, weil Nürnberg hatte die gefährlicheren Situationen und der HSV kam mal wieder nicht so ganz gut ins Spiel, aber ich muss sagen, der HSV gerade mit eben den neuen Dompe und mit Jatta da vorne drin, hatte dann schon bessere Kontermöglichkeiten. Natürlich haben sie es mal wieder nicht so gut ausgespielt und wir kommen jetzt auch erstmal darauf, warum das so schlecht aussah. Also Dompe, der Neue, hat für mich ein gutes Debüt hingelegt. Der war wirklich abschlussstark und hat auch gute Flanken auch immer in den Strafraum gebracht. Mit der Schnelligkeit hat er mich auch eigentlich überzeugt. Er kann den Ball auch halten, war eigentlich auch gut beim 1 gegen 1, hat immer das Duell gesucht. Aber sein Nebenmann, Bakary Jatta, ich bin und werde nie sein größter Fan sein. Und versteht mich da nicht falsch. Ich weiß, Jatta kommt nach einer langen Verletzung zurück. Da läuft noch nicht alles rund, aber trotzdem kann ich doch erwarten von einem Flügelspieler, dass er wirklich gute Pässe spielt und dass er gefährliche Flanken in den Strafraum bringt. Alle Jatta-Flanken sind ins Ausgeraten, wirklich alle. Du kannst nicht eine Flanke von Jatta sehen, die einmal gefährlich geworden ist, weil jegliche ins Ausgegangen ist. Was sagt es mir? Dass Jatta auf jeden Fall im Training besonders Flanken trainieren muss. Was mich aber noch wütender gemacht hat, und das macht mich wirklich wütend bei jedem HSV-Spiel, diese Rückpässe. Ich weiß, wir haben einen mitspielenden Torwart. Ich weiß, unser Spiel soll kreativ sein, soll hier auf Ballbesitz abzielen und so. Aber durch diese Rückpässe, die sind sowas von beschissen, diese Pässe, weil aus nichts kommt dann eine gute Gelegenheit für Nürnberg raus, und wenn dann ein Daniel Heuer-Fernandes mal nicht so aufmerksam ist, wird das auch gleich eine 100%ige Chance. Also wirklich, wir haben Glück, dass wir Daniel Heuer-Fernandes da hinten drin haben. Diese Rückpässe müssen wir auf jeden Fall einstellen, weil die bringt uns ins Grab. Die kann man nicht in der ersten Liga so spielen, denn da werden die Chancen anders genutzt und da wird der HSV 100%ig auch den Kürzeren ziehen, weil diese Rückpässe wirklich, ich habe selten sowas erlebt, wo ich sage, ey, die machen wirklich aus nichts eine Riesenchance für den Gegner und nur wegen solchen Rückpässen. Warum nicht einfach nach vorne spielen? Und manchmal hatten sie auch schon eine gute Chance, da sind sie schon im gegnerischen Strafraum, spielen den Pass lieber zurück zum Torwart wieder, um den Ballbesitz zu haben, und das kann es einfach nicht sein. Also die Rückpässe müssen eingestellt werden, das sehe ich komplett so. Kommen wir zu dem Spieler, wo ich sage, der muss 100%ig auf die Bank nächstes Spiel. Und zwar geht es um unseren Donny Kittel. Ich weiß, am Ende seine Flanke hat uns das 2-0 gebracht. Aber trotzdem, Kittel wirklich, also ein lustloser Auftritt mal wieder. Jedes Mal, wo er den Ball hatte, hat er das Spiel auch entschleunigt. Seine Dribbeltechniken sind einfach nicht gut und er strahlt einfach die pure Lustlosigkeit aus. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr Donny Kittel seht. Aber für mich hat dieser Junge einfach keinen Bock mehr beim HSV zu spielen. Und das zeigt er mir auch. Deswegen Donny Kittel, nächstes Spiel, ja, wäre die Bank das Richtige. Kommen wir noch auf eine Rechtsverteidigerposition. Da ist ja mit Moritz Heier eigentlich jemand da. Trotzdem, das reicht für mich noch nicht, weil Heier ist für mich einfach kein Rechtsverteidiger und das sehe ich auch nicht. Der ist einfach zu langsam für die Außenbahn und da brauchen wir einfach einen schnellen Rechtsverteidiger noch. Deswegen
HSV, bitte kauft noch einen Rechtsverteidiger, weil gerade bei den Außenbahnen ist es extrem wichtig, Schnelligkeit zu haben und dass auch ein Jatta nicht alleine die Sprints bewerkstelligen muss. Kommen wir noch zu den größten Aufreger des Spiels und das war das Foul an Robert Klatzel. Ja, der wurde einfach im Strafraum umgemäht und es war ein Offensivfoul laut Felix Zweier. Ah, wer ist nochmal Felix Zweier? Ist es nicht der, der auch das Dortmund-Spiel verpfiffen hat? Ja, genau, das ist Felix Zweier. Und er war mal wieder der blindeste Mensch auf dem Spielfeld. Aber auch der Linienrichter hätte das eigentlich sehen müssen. Ich weiß, jetzt sagen viele wahrscheinlich von euch, ja, der Klatzel war ja in der Abseitsposition und deswegen hat das nicht gegolten. Ja, aber er war im passiven Abseits. Er hatte noch nicht mal den Ball oder sonst was. Er wurde einfach von hinten weggemäht. Und wer jetzt sagt, ja, der Nürnberger ist da ausgerutscht oder sonst was und das war aus Versehen, trotzdem ist er Klatzel volle Kanne hinten reingekrätscht. Ich erwarte keine rote Karte, um Gottes Willen, aber ein Elfmeter war das auf jeden Fall. Und wo war der VAR? Also wirklich, sind die in Köln manchmal auf dem Klo und sagen dann einfach, ja, war nix oder sonst was? Also ein Offensivfoul von Klatzel, das war eine ganz klare Fehlentscheidung und langsam bin ich echt dafür, dass dieser Felix Zweier einfach gar keine Partie mehr pfeift, weil jedes Mal, wenn der irgendwas pfeift, dann sind da irgendwelche Skandale da. Deswegen, also diese Situation, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das gesehen habt. Eigentlich kann es dort keine zwei Meinungen geben, denn Klatze wird von hinten umgemäht, er hat gar keine Chance, irgendwas zu machen und es war nun mal im Strafraum. So, das ist meine Meinung dazu. Kommen wir am Ende zu den zwei Torschützen, Klatzel und Vuskovic. Mit Vuskovic wirklich, ich bin Fan von diesem Jungen. Letzte Spiele war er nicht so ganz stark in der Defensive, hat oftmals einen kleinen Patzer drin gehabt, aber in diesem Spiel überhaupt nicht. Und war sogar noch torgefährlich, hat den Ball richtig reingezimmert. So muss man es auch machen. Und ja, Vuskovic für mich einfach Man of the Match. Mit Daniel Heuer Fernandes. Daniel Heuer Fernandes muss ich jedes Mal in dieser Liste dabei haben, weil er rettet uns wirklich den Arsch. Gerade in der ersten Halbzeit. Kommen wir zu Robert Klatzel. Da muss ich sagen, ich habe langsam Bange bei seinen Abschlüssen, weil seine Abschlüsse sind alle schlecht. Wirklich. Also in diesem Spiel war Klatzel wirklich Abschlussstärke nicht vorhanden. Jeden Ball, den er getroffen hat, ging weit über das Tor und ja, das muss er auf jeden Fall trainieren. Ich weiß, er hat's drauf. Er hat jetzt auch das zweite Tor gemacht. Irgendwie mit Reis zusammen. Eine Co-Produktion. Aber trotzdem, das muss er auf jeden Fall verbessern, damit er nächstes Spiel auf jeden Fall einen schönen reinzimmert. Fazit am Ende, das war natürlich ein gutes Spiel vom HSV. Diese drei Punkte schmecken natürlich sehr, sehr gut, gerade auswärts. Und ja, ich muss auch sagen, mit Dompe hat man da vorne drin jemand, der eine gewisse Frische ausstrahlt. Wie gesagt, Sonny Kittel sprüht für mich Lustlosigkeit aus. Aber trotzdem war das ein unglaublich starkes Spiel vom HSV. Denn der Gegner war nicht zu unterschätzen, mit Nürnberg ist immer zu rechnen. Und deswegen bin ich eigentlich zufrieden, auch mit dem Ballbesitz, auch mit den Abschlüssen. Nur die müssen eben verbessert werden, gerade auch die Flanken für Klatzel, weil der kann auch gerne einen mit dem Kopf machen. Aber wie fandet ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel bewertet habt. Und lasst mal gerne ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal, euer Kick-On.